Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lords of the Fallen. Und ich habe jetzt ja dreimal den Boss da schon bekämpft. Und dabei sind mir schon einige Sachen aufgefallen. Beispielsweise mit einem Schild gegen den Kämpfen und Blocken bringt rein gar nichts. Das ist nicht so sinnvoll, daher werde ich jetzt in diesem Kampf zweihändig probieren. Denn ich bin der Meinung, dass zweihändig mehr Schaden macht als einhändig. Wäre zumindest logisch. Dann ist mir aufgefallen Mind the Gap. Damit meine ich die Zeitfenster schauen, wenn du ausweichst und der mit seiner Combo fertig ist, dass du dann angreifst. Oh. Hi. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Schön, dass ich das jetzt erst gesehen habe. Damit hätte ich den Kampf mir vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Dann die nächsten Punkte wären halt die, ich nenne es jetzt einfach mal Buffs bzw. Debuffs, und damit meine ich halt die Möglichkeit, dass ich meine Waffen Feuerschaden zufügen kann, zusätzlichen, bzw. mich gegen Heiligschaden mehr schützen kann. Das habe ich aber noch nicht vor zu nutzen, eigentlich. Ich möchte es ganz gerne erstmal noch ohne diese Art von Buffs probieren. Hi. Just remember, in the end, you're better off alone. Oh, der hat dich aufpassen müssen, eigentlich. Ja, ich mache auf jeden Fall schon mal mehr Schaden und ich möchte jetzt einmal ein bisschen meine Ausdauer regenerieren. Oh. Aber das klappt aus verschiedenen Gründen jetzt schon mal wesentlich, wesentlich besser. Ich gehe ja nochmal nach Umbra jetzt, deshalb. Okay, ja.
Dieses Mal habe ich beim ersten Versuch geschafft, was... was einerseits an dem eisernen Reisenden liegt, andererseits auch, denke ich, daran, dass ich halt mich wesentlich wenig besser angestellt habe. Okay, was passiert da jetzt? Okay, das sieht leicht komisch aus. Das wirkt irgendwie leicht verworfene Frames da. Aber alles drumherum ist... das ist sehr skurril. Alles drumherum wirkt sehr glatt, nur dass da in der Mitte wirkt irgendwie etwas komisch. Okay, sie ist wieder da. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, oder? Hä? Okay. Upsala, sorry, das wollte ich nicht. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Okay. Rostgegenstände. Da habe ich... ich könnte mir vorstellen, dass ich mit... und denke an... gesägte Erneuerung. Ich kann mir vorstellen, dass ich damit... boss-spezifische Waffen und sowas alles mir craften kann. Hier kann ich theoretisch ein, so ein Ding machen. Da hinten brauche ich ja nicht nochmal hin. Oh, hi. Aber interessant, dass sie sich einfach da so von der Brücke gestürzt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde die nochmal wiedersehen. Oh, jetzt werde ich aber erstmal... okay, wo... bin ich unten also richtig links gegangen? Scheint so. Das scheint mir der Hub zu sein. Welcome, Dark Crusader. Himmelsrastbrücke, Das Innere der Himmelsrastbrücke erreicht. Da kann ich eine Tür öffnen, Okay. Also das hier scheint mir so ziemlich dann der Hub zu sein.
Oh, da ist Petra. Einmal hier die Überreste und aufwerten. Die Frage ist, gehe ich jetzt mit Stärke noch weiter oder... Komm, ja. Ich gehe erstmal damit. I had no doubt in my assessment of you as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. Mm-hmm. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, we stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these five beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Okay, you serve kaufen. A higher purpose, Crusader. Ja, Verteidigung. Mhm. Strahlende Katalyst. Mhm. Hammer des Prediger. Axt des Reinigers. Ja. Katalyst. Mhm. Die sind halt alle schlechter als das, was ich da habe. Mhm. Schutzspiegel. Ein Spiel, da bist du in der Schutzregion vor dem Blutritual. Okay. To strive in Rogar and Hallowed Scent, though Aureus' mercy is without. By Aureus' divine will, I live again. It's a miracle. Mm-hmm. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pieta of the Hallowed Sentinels, and as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood, contained within the sanguinarix you carry, should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed. The Hallowed Sentinels restored, okay. And Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Sanguinarix. Our holy work continues, Lampbearer. Ah! Fiela. Ah, sehr gut. Ist das 4 Ladungen und plus 20%
LP wieder her. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through you and into you. The beacons must and Adir's fellow chosen. Hier ist aber wirklich. Okay, hier kommt noch irgendjemand hin. Da kann ich durchlaufen, wo auch immer ich. Okay. Da komme ich noch nicht weiter. Interessant. Useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstadt about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Interesting. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Andanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp. And let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. Hätte ja sagen können, das Spiel I hope you see sense and reconsider. Interessant. Oh ne, hier möchte ich nicht weiter gerade. Was ist hier noch? Okay. Warte. Aha. Da komme ich noch nicht weiter. Das Ding hier ist echt ziemlich weitläufig. Look at you, a dark crusader, a lamp bearer, and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task, and we have to finish it. Just watch your step out there. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Just watch your step out, Mornstead. Okay, interessant. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. If in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. If in doubt, much as he might think otherwise.
Okay. Hier ist nichts weiter noch. Oh. Gib geklaute Münzen aus. Schutzspiegel. Schrein. Ich habe keine Ahnung, was. Spenden kann ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Noch kann ich dann offenbar nichts machen. Da ist auch nichts. Gut, dann wieder zurück. Hier scheint wohl gerade nichts. Was sagst du mir noch? So the Exactors found himself a new instrument. As Exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a Dark Crusader's work. Mm-hmm. I'm Stoneman, captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further, or perhaps not. In Radiance, Judgment. Okay, ich kann bei dem Dinger kaufen. Schwert des Heiligen Ritters, ne? Die ist in allen Punkten besser. Der hier sogar nochmal. Pflicht, Aktivität und Beständigkeitsattribute. Mhm. Anschluss der bestimmte Türen am Pilgersitz öffnet. Mhm. Also ich hätte ganz gerne schon diesen Schild, muss ich sagen. Der Ring wäre natürlich auch ganz gut. Den Schild finde ich eigentlich ganz gut, weil ich dadurch dann besser schützen könnte mich. Der wäre natürlich auch ganz gut, weil ich dadurch mehr Vitalität und Beständigkeit hätte. Our Immaculate Lady will that heretic as are you. Und eigentlich hätte ich auch ganz gerne da noch diese Sache mit dem den Schlüssel. Mal sehen, kann ich. Okay, kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Sehr gut. Das heißt, dort kann ich nicht weiter. Das ist für mich schon mal nicht so schlecht, dass ich weiß, dass ich dort nicht weiter kann. Ich raste mal, damit ich wieder aus Umbral zurückkehre. So. Hier oben war ich noch nicht. Ach, sag mir nicht, dass ich in Umbral da hätte rüberkommen können. Das wäre sehr bescheiden gewesen.
beziehungsweise dämlich für mich. Ah ne, ich komme hier auch hoch. Hi. Okay. Gehen wir mal doch nach Umbral und... The lamp must be born until the favored child makes... The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Okay, also Umbral-Laterne aufwerten. Abfassung, Umbral, Seelenschinderladungen, Nebenfassung von Umbral-Auge, Furchtwiderstand, okay. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Ey, wieso? Das finde ich aber auch Bescheid, dass ich hier mit... dass ich Geld ausgeben kann für weniger Geld. Umbralreste, mhm. Bleibende Verzweiflung, Umbralort. Öffnete Möglichkeiten, Vergeltung zu üben, Überreste sammeln, mhm. Until her embrace. The lamp only then. Okay. Ich habe 3 ausgerissene Augen. Mhm. Keine Ahnung. So, dann logischerweise wieder rasten, damit ich wieder aus Umbral herauskomme. Und dann möchte ich als nächstes mal die Treppenstufen nach oben gehen und schauen, wo ich dort dann lande. Das typische Souls-like bzw. Dark Souls Moment ist da eine Tür, also ist da ein versteckter Gang oder mal sehen was. Ah, eine Truhe. Heiligen. Mhm. Okay, das heißt hier oben geht's nicht weiter, das heißt ich muss runter. Ah, okay, da werde ich noch einen Shortcut freischalten wahrscheinlich. Jetzt einmal rüberlaufen und die und den Spaß dann noch mal mitnehmen wieder.
Ja, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Aber naja. Na gut. Ist halt nun mal so. Jo. Da komme ich nicht weiter. Ich muss unten rechts rumgehen. Andere Möglichkeit habe ich aktuell nicht. Ich werde vorher noch rasten. Und ich möchte eigentlich ganz gerne noch halt einen besseren Schild mir kaufen. Naja, das mit besserem Schild kaufen wird wohl noch nichts. Ich muss wohl erstmal. Okay, eine Pike. Geben die mir hier. Ich muss ja sagen, das sieht schon sehr geil hier aus, das Ganze. Careful, if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam. But if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. Okay. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. It's a harsh wind, but a tree that doesn't... Okay, interessant. Ouch.
Da oben war noch einer. Okay, das war hier nicht der Plan, dass ich hier drin lande. Aber nur gut. Jetzt ist das nun mal so. Klingel des Verstoßenen. Mhm. Okay. Aua, aua, ganz schön gar nicht nett. Okay, das Viech war nicht so prickelnd, aber na gut. Uff, Knappkes. Da hatte ich kurz Sorgen gehabt. Oh, nicht gut. So, so werde ich das machen. Kurz Schiss gehabt. Okay, ich gehe dann mal wieder zurück. Hi ho. Da ist auch noch ein Weg. Und da habe ich jemanden gesehen, der dort...
Okay, Überreste aktivieren. Überreste von Shabui. Mhm. Charakter aufwerten, sehr schön. Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich möchte ich ja noch farmen für weitere Sachen. Aber ich denke tatsächlich, dass ich jetzt erstmal noch hier mit dem Level abgehe. Also, ich weiß, dass du... Aua. Nicht gut. Heiliger Schutz. Mhm. Oh. Na, interessant. Nicht gut. Oh. Sehr interessant für mich. Wenn man genau perfekt parried, dann... Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie problematisch oder so. Ich konnte ihn aber anvisieren. Damit ist, steht für mich immer fest, ich sollte die Person. Ich sollte angreifen. Hm. Okay, kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Mhm. Mhm. Okay, das war jetzt... Oh, hi. I found you. Ich habe Sorgen, da gerade links zu gehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Hm. Ich gehe mal erstmal wieder hoch. Und zumal würde ich sowieso die Folge beenden hier jetzt. Hm. Ich habe jetzt einmal die Möglichkeit, hier weiterzugehen oder dort weiterzugehen. Aber ich würde dann sagen, dass ich hier jetzt an dem Punkt die Folge dann tatsächlich beende. Kann ich hier teleportieren?
Ich kann mich von hier theoretisch auf jeden Fall zumindest zur Himmelsrastbrücke teleportieren. Das ist schon mal etwas. Dort könnte ich dann sozusagen Geld ausgeben. Charakter. Ich brauche eigentlich noch eine weitere Stufe, um mein Gewicht zu erhöhen, damit ich den stärkeren Schild dann ausrüsten kann. Gegenstandsentdeckung habe ich 1 aktuell. Okay. Aber naja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.